Herr Doktor, ich schreibe Ihnen diese Zeilen, denn als Fachmann sind Sie fähiger als ich, meinen Geisteszustand zu analysieren. Selbst ist es mir nicht möglich, über mich zu urteilen. Mir scheint, ich bin verrückt, doch ist es nur Schein. Für den Moment wirke ich auf Sie sicher, nur ein bisschen verwirrt, so wie es Männer meines Alters einfach sind. Und wenn mein Kopf gerade kühl ist, fühle ich mich wie ein ganz normaler Typ. Doch ich hab Angst vor der Angst. Dem Gefühl, dass man mich sucht, dass alles Böse, was ich je getan hab, mich verflucht. Angst vor falschen Menschen, die mich ausnehmen und mir schaden. Angst im Dunkeln, wenn ich schlafe, Angst vor unbekannten Schatten. Doch dann mache ich das Licht an und versuch mich zu beruhigen. Atme ein und aus und denke nur an Blumen. Doch den Dreck kann ich versuchen wegzuwischen, wie ich will. Es wird nicht sauber, außer man macht es steril. Herr Doktor, das Orchester meines Kopfes hört nicht auf. Ich will nur ein bisschen Stille und ne Doktor, dem ich vertrau. Ist egal, wie stark mein Wille, das Orchester hört nicht auf. Ich laufe wie ein Irrer, denn der Lärm macht mich taub. Herr Doktor, das Orchester spielt ein Stück. Hören Sie es auch oder bin ich nur verrückt? Klären Sie mich auf, denn ich kann nicht mehr. Die Klänge werden immer schiefer. Bitte sagen Sie mir nur, bin ich gesund oder ein Irrer? Ich habe sehr viel Fantasie. Schon mein Lehrer sagte mir, Raff, rauche niemals Weed, denn ein, wie dich kenne, ist verwirren. Und Herr Doktor, da ich weiß, dass Sie schweigepflichtig sind, kann ich es Ihnen ja sagen, hab so einiges probiert. Schon mit 12 Drogen konsumiert. Erste Visionen dann mit 14 Jahren, wo ich dachte, dass ich sterbe. Doch ich dachte es auch früher schon. Mit 9 stand ich vor dem U-Bahn-Schacht und hatte Angst vor der Angst. Angst vor dem Gefühl, dass ich mir denke, ich sei vor Gott nichts wert. Angst, dass man mir ansieht, dass ich Angst habe und mein Kopf ist schwer. Angst, dass ein Messer mich sticht oder Angst vor mir selbst, dass ich jemanden verletze. Doch dann rauche ich eine Kippe an und sage rauf, alles wird gut, denn grad Sonne. Doch bin stark verletzt und blute aus dem Kopf. Doch wenn ich drauf was, klebt kein Blut an meiner Hand. Ist das dann alles hier real oder nur Angst? Herr Doktor, das Orchester meines Kopfes hört nicht auf. Ich will nur ein bisschen Stille und ne Doktor, dem ich vertrau. Ist egal, wie stark mein Wille, das Orchester hört nicht auf. Ich laufe wie ein Irrer, denn der Lärm macht mich taub. Herr Doktor, das Orchester spielt ein Stück. Hören Sie es auf oder bin ich nur verrückt? Klären Sie mich auf, denn ich kann nicht mehr. Die Klänge werden immer schiefer. Bitte sagen Sie mir nur, bin ich gesund oder ein Irrer? Ist mir jetzt klar und Sie sind ernsthaft krank. Ich kann Sie nicht behandeln wie einen Menschen, der nur Schmerzen hat, weil er sich mal gestoßen hat. Bei Ihnen muss ich tiefer gehen. Tabletten könnten helfen, vorerst, bis wir uns dann wiedersehen. Fluoxetin wird empfohlen gegen Angst. Ich schaue, ob ich es noch hier hab und Ihnen so mitgeben kann. Nebenwirkung Müdigkeit, ja, und wenn diese Info stimmt, häufig Magen-Darm-Probleme, Albträume und Impotenz. Und sollte sich nichts ändern, werden wir die Dosis anheben, bis Sie wieder lächelnd und zufrieden Ihren Mann stehen. Sehe ich da Zweifel, ob die Pharmazie Ihnen helfen kann? Wir kämpfen gegen Schmerzen, gegen Ursachen nur selten an, erkennen dann im Grunde nichts, wir verdrängen nur Probleme oder Schmerzen, aber heilen nicht, verändern nur. Auch bei Ihnen heißt es dann, irgendwas ist schiefgelaufen, weil Sie keine Pillen, sondern einfach etwas Liebe brauchen.